conocimos junto al agua azul del Pacaraí. Cantabas triste por el camino, viejas melodías en guaraní. Brujo de tus canciones, iba renaciendo tu amor en mí. Das Thema Wasser, liebe Zuschauer, ist eines der wichtigsten Themen der Zukunft. Die ersten Kriege um dieses kostbare Gut haben inzwischen stattgefunden. Und insofern ist es eine ganz besondere Gabe und eine ganz besondere Möglichkeit, wenn man insbesondere in Regionen, die von Dürren und von Regenarmut geplagt sind, die Möglichkeit hat, hier etwas für die Natur und für die Menschen und für die Tiere natürlich zu tun, nämlich Regen zu machen. Das klingt jetzt völlig abstrus oder klingt völlig gespenstisch, aber es ist etwas, was schon seit vielen Jahren in Algerien in die Praxis umgesetzt wurde. Und heute sind wir Zeuge einer solchen Umsetzung von Regenmachens in einer ganz anderen Region der Welt, nämlich in Paraguay, wo es ebenfalls eine große Herausforderung und ein großes Problem darstellt. Liebe Zuschauer, ein herzliches Willkommen. Lieber Majid, ich freue mich, dass wir hier die Gelegenheit haben, in Paraguay über das, was du inzwischen als erfahrener Umgeher und Macher in Sachen Regen in Algerien bei Desert Greening in großartiger Weise hast umsetzen können. Und jetzt stehen wir hier in einem Art Basin. Was ist das Besondere? Warum ist das nötig? Wozu brauchst du das? Also das ist jetzt ein Weltpremiere, dass ich das so zeige, weil die Zeit ist jetzt reif und diese Technologie muss dann weltweit ausgebreitet werden, damit wir wirklich eine Chance haben, diese Dürren, die überall sich ausbreiten und durch HARP und durch Atomkernkraftwerke und Chemtrails verursacht werden. Und das ist mein Beitrag dazu. Einfach dafür habe ich ja damals dir gesagt, ich habe ein zweites Leben in der Wüste geschenkt gekriegt. Ja, genau. Und das setze ich dafür, obwohl die Zeit zu kurz mir erscheint. Und jetzt hier werde ich ein bisschen zu der Technik, die ich damals das erste Mal in Algerien angewendet habe. Ich habe damals von drei Forschern gesprochen. Ja. Einmal Tesla, einmal Schauberger und einmal Wilhelm Reich. Jetzt hier, was ihr auf dem Boden seht, ist eine Spirale, Kupferspirale. Diese Kupferspirale ist die Primärspule von Tesla einfach, die hier eingebettet wird. Ja, ja. Und dann kommt nach hier eine zweite Batterie. Das ist dann die zweite Spule, die nach oben geht, einfach. Mhm. Ja. Und diese Batterie wird dann festgehalten mit Drahtseile, die eine virtuelle Pyramide dann so bilden. Ja. Und wenn das fertig ist, wirkt diese ganze Anlage wie ein Torus. Das einatmet, also es zieht dann die Wolken, die von der anderen hier transformiert. Virtuell geht es nochmal nach unten und dann nochmal. Das hier wird immer anbleiben und man kann das nochmal eine Stufe höher ein- und ausschalten mit Wasser. Was später, das ist der Schauberger Effekt. Und das ist wie ein Wasser rein. Ja, kommt Wasser rein. Ja. Und wenn es dann voll ist, das heißt, Wasser fließt rein und fließt raus. Und durch diese Drehung, die das macht hier, deshalb habe ich zum ersten Mal so eine Runde gemacht. Bei Quadrat geht das auch. Damals habe ich ein Quadrat gemacht in Algerien, weil ich die Mittel nicht hatte, so eine perfekte Rundbassin zu machen. Dann das Wasser ist ja sozusagen magnetisch. Das hat ja zwei Atome, die Molekül besteht so wie ein Magnet, also Plus, Minus. Und wenn sie sich dreht, dann erzeugt sie so einen Piezo-Strom sozusagen. Und das wird dann von der Spirale aufgenommen. Tesla wieder und es geht dann auf die sekundäre Spule da oben und dann geht es dann durch spezielle Aggregatoren, die ich dann hier
habe. Das sind die Resonatoren einfach, die dann an jeder Ecke da also drüben. Vier Stück. Hast vier du Stück, ja. Am Ende der Pyramide, die werden dann da eingegraben. Und das hat den Effekt zum Schluss, dass es das Wasser hochlevitiert sozusagen. Ja. Das ist dann das Dor, was es aufnimmt, verarbeitet. Und man kann sogar hier drin baden. Das habe ich in den Emiraten gemacht. Und man fühlt sich frisch und sowas, weil das ist nicht wie super ionisierte Wasser. Ich weiß nicht, den Begriff habe ich irgendwann mal von Ayuk Dayan gehört. Aber hier, das ist wirklich ein Qualitätswasser, ja, das imstande ist, wirklich diese Dor, was existiert, was alles blockiert sozusagen, zu filtern und zu absorbieren einfach. Und es kann dann weiter an die Pflanzen gegeben werden, ohne dass die Pflanzen dann einen Schaden bekommen. Ja, ja. Nachher werden wir dann die Gelegenheit haben, die zweite Turm sozusagen, zweite Spirale hier zu bauen. Und dann, wenn wir Wasser lassen, dann könnt ihr dann mehr verstehen. Und jetzt, wo, sagen wir, das hier ist, merkt man schon, dass die Energie schon kommt wirkt langsam, ja, ja, durch, ja, uns und so. Wir haben die typische Cirruswolken hier, die sich jetzt hier, man merkt schon im Himmel, ne? Das sind Strähnen einfach, die sich formieren, und das wird sich dann später dann alles verändern. Wir hatten ja heute Morgen wirklich einmal quer über die ganze Anlage, ja, so, also wirklich auch als Premiere in Paraguay, ein Chemtrails, ja, Wand, ja, fast schon vom Allerfeinsten, in Anführungsstrichen. Also das habe ich einmal in Mongolei erlebt, ja, einfach, ja, habe ich auch in Algerien erlebt, direkt vor der Anlage so ein einziger Streifen oder, ja, zwei, und dann bis jetzt habe ich nicht verstanden, woher es kommt oder so, vielleicht wir wissen Bescheid. Du nimmst oder es als Herausforderung, den, ja, Mist wegzumachen. Ja, ja, und ja, das ist mein Beitrag. Ja, ja. Okay. Jetzt haben wir hier so einen, die Bindfäden, und du hast auch eine Ausrichtung, also einen Kompass. Ist das von einer Bedeutung, dass wir hier uns exakt an den magnetischen Nordpol, also an der, ja, Nord-Süd- und Ost-West-Ausrichtung orientieren? Ja, das ist wichtig für die virtuelle Pyramide, weil die, ja, Cheops-Pyramide, ich habe es ja damals sogar im Koran gelesen, das ist ein Wettergerät, ein Energiegerät. Das hat nicht mit Grabstätten und sowas, ja, ja, zu tun. Ja, ja. Und die war auch, wie man weiß, mittlerweile so verbunden mit Wasser, hat man jetzt das entdeckt vor kurzem. Und die Idee bei mir war diese Anlage richtig unter so eine virtuelle Pyramide auch so zu stellen. Da positioniere ich auch wie die Cheops, also Nord-Süd-Richtung. Deshalb kann man das ja auch hier, ja, sehen. Das ist ja der Süden hier. Und du gehst nach dem magnetischen Nordpol. Ja, ja, magnetischen, ja, Nordpol. Ja. Geografisch spielt da keine Rolle. Das muss, ja, ja, mit den Kräften dann spielen. Deshalb haben wir jetzt das da. Das heißt, dahin kommt jetzt ein Seil, das dann an die zweite Spule, dann, ja, die da oben da ist. Ich sage Spule, weil Tesla nennt Primär- und Sekundärspule, um diese Geräte dann so einen Resonanzeffekt. Weil was wichtig auch ist zu sagen, diese Anlage wird, weil ich benutze genau den Anzahl von Röhren und hier die Spulenart und sowas, obwohl hier, wir sind jetzt unter dem Äquator, ich musste dann die nichts nach rechts oder nach links, da spielt es auch eine Rolle. Das heißt, ich muss die Gegenrichtung hier benutzen, hier in Paraguay. Also anders als in deiner Heimat in Algerien. Ja, genau. Weil die, ja, Orgonenergie strömt von West nach Ost, und, ja, hier vermute ich, das ist das Gegenteil. Ja. Wenn man die Wolkenbildung sieht, satellitenmäßig, ist anders als oben. Ja? Oben, genau. Ja. Ja, das ist für mich das erste Mal, aber für jede Sache gibt es ein erstes Mal. Und wenn dann diese zweite dann steht, dann kann sie sogar, und das haben wir letztens getestet mit Andreas, bevor ich hier kam, die hatten richtig Trockenheit, Dürre, und er, ja, hat mich gebeten von Algerien, weil er diese Resonatoren hier hatte, konnte ich dann von Algerien hier auch was bewirken sozusagen. Das heißt, du warst physisch in Algerien, ja, und hier beim Andreas auf, ja, der The Parent Tree Farm, mhm, hast du dann für, ich sag mal, Feuchtigkeit und für Regen gesorgt. Regen, ja, ja. Für Regen gesorgt, dann, ja. Das erste Mal war ich mir nicht sicher, weil ich hatte das wirklich das erste Mal gemacht. Und dann hat er gesagt, mach nochmal, wir haben nochmal jetzt ein Problem. Also ich mache es, ich habe es gemacht, aber dann bei uns im Norden ist wirklich zur Überschwemmung gekommen, aber das nimmt man gern für die wissenschaftliche Untersuchung dann im Kauf. Das heißt, wichtig, ja, ist,
auch jetzt hier oder Peru oder Kolumbien oder so solche Anlagen, die dann in Resonanz miteinander treten. Und überall hat man einen Operator sozusagen. Ja. Ne? Also das ist, glaube ich, auch noch ein wichtiger Aspekt. Es geht um ein Netz auf der Erde. Ja. Du, das, was du jetzt hier baust und was der Andreas dann nachher auch kontinuierlich bedienen kann, auch wenn du weg bist, ist dann, also wenn du so willst, einer, der hier einen Punkt besetzt und du brauchst auf der Erde verschiedene um letztendlich weltweit auch was Positives bewirken zu können. Dann können wir gegen diese Radioaktivität und Chemtrails und viele Sachen sozusagen, das heißt, wir können uns selber von unten stabilisieren. Ja, dass wir dann unser Mikroklima haben. Und was im Hintergrund auch läuft, ist, dass wir durch diese Technik eine Möglichkeit haben, wieder Wälder entstehen zu lassen, weil die Technik allein tut es nicht. Deshalb meine Methode Umweltheilung, integrale Umweltheilung, spielen verschiedene Elemente, wie Agnihotra zum Beispiel, was wir auch hier machen. Was wir auch gesehen haben. Weil das ist wichtig. Agnihotra ist Reinigung der Atmosphäre. Das hier, das ist einfach diese, sagen wir, erstarrte Felder, die noch da sind und die lösen sich nicht auf. Das Prinzip hier beruht auf der Akupunktur. Akupunktur kennt man, ja. Und deshalb nennt Bernd Senf und ich das Akupunktur des Himmels einfach. Ja. Und dann, wenn ich ein Netzwerk habe später, was wirklich überall, dann spreche ich von Feng Shui des Himmels. Mhm. Weil Feng Shui, es geht um diese Qi-Energie, dass die fließt, vom Cha, was nicht fließt, ist Qi sozusagen. Ja. Und wir sind dann die Architekten mit den Leuten, die das dann machen. Architekten in dem Sinn, nicht jetzt Häuser bauen, wir haben die Art, das Qi technisch umzusetzen. Ja, ja. Das ist dann Architektur im Sinne von Feng Shui sozusagen. Ja. Ja. Du hast angesprochen, und das ist ja hier in Paraguay ein ganz besonderer Punkt auch, das ist ja ein Land gewesen mit unvorstellbar herrlichen Regenwäldern, die dann gnadenlos dem Profit geopfert wurden und platt gemacht wurden. Der Regen alleine reicht nicht aus. Das ist das eine. Du brauchst Menschen wie den Andreas, die sich dann hinstellen und sagen, ich forste wieder auf. Ich gebe der Natur mit Bäumen, mit Pflanzen, mit Sträuchern wieder ihren biologischen Halt zurück. Auch das ist ganz wichtig. Deshalb war ich auch Feuer und Flamme als Andreas. Ich habe ihn das erste Mal bei Bernd Senf und dann, ich habe da gespürt, da muss ich hin, da muss ich was machen und anders geht es ja nicht. Ich will nur etwas Wichtiges vielleicht dazu sagen, zu dieser Aufforstung. Viele Leute wissen nicht um die Zyklen und hier kommt Schauberger, der sich damit beschäftigt hat als Förster damals. Es gibt nicht nur ein großes Zyklus vom Regen und sowas, Wolken, wie wir das kennen von der klassischen Physik, einfach Wasser verdunstet, wird zu Wolken und dann erreicht ein Höhe und regnet ab. Aber es gibt ein wichtigeres als diesen, das ist der kleinere Zyklus, das ist wo Bäume, weil Bäume, die tragen auch dazu bei, dass es regnet und dass der Regen auch bleibt. Und wenn Bäume da sind, haben wir Schatten, haben wir so. Deshalb bin ich begeistert von der Methode von Andreas mit seinem Mulch, mit seinen Schatten. Und auch der Mischkultur, die, glaube ich, ganz wichtig ist. Das ist wirklich diese Mischkultur und diese Permakultur. Ja. Und deshalb, ich glaube, ich werde in dieser Richtung weiter mit Andreas viel machen. Alles klar. Okay. Das, was wir nachher uns dann noch ansehen werden, ist dann, ich sag mal, die Maschine selber, der Cloudbuster selber. Der wird aber nicht hier drin sein, sondern wird außerhalb sein. Außerhalb. Der Cloudbuster, das ist jetzt nur Wilhelm Reich. Und diese Wilhelm Reich, sagen wir, wenn ich irgendwas jetzt passiert durch Chemtrails oder irgendeine riesige Blockade, wie letztens dann in der Mongolei, dann gehe ich gezielt auf diese Region und dann mit Hilfe dieses Beckens hier ist das viel verstärkt. Das heißt, dann erzähle ich wirklich in kurzer Zeit eine Deblockage sozusagen, wo die Energie dann wieder fließt. Und wenn die Energie fließt, dann haben wir dann ganz natürliche Wolken. Viele Leute fragen sich, wenn sie in der Wüste sind, die gucken plötzlich, ist eine Wolke da oben oder eine Wolke und die verstehen das nicht. Die Normalphysik kann das nicht erklären. Die Normalphysik ist da stehen geblieben, bei Sonne ist heiß, Sonne ist nicht heiß, ist ja kalt, also kann man auch eine Sendung darüber machen. Und
wenn jetzt, sagen wir, Wilhelm Reich hat es auch erklärt, wir nehmen eine normale Umgebung, wo Orgonenergie ist, dann haben wir H2O, also zweimal H und O, die bilden sich zu einem Wassermolekül. Und wenn wir jetzt in ein Do-Gebiet kommen, er hat es ja damals auch mit seinen verschiedenen Experimenten, Uranur und sowas, hat er vieles entdeckt. Er meinte, wo Radioaktivität ist, ist ein Deadly Organ, ein feindlicher, die dann wirklich sogar Gesteine kaputt macht, zerbröselt. Alles geht auseinander. Wenn das Lebendige nicht da ist, auch wenn wir sterben, das Lebendige ist nicht da, wird zerfallen. Deshalb werden wir auch begraben einfach. Ja. Und diese H2O-Molekül zerfällt in diese Umgebung in H, H und O, und diese vielen Sachen treten in diese sauren Milieu, sage ich. Warum sauer? Weil O's dann, die binden sich in diesem Milieu natürlich auf O3. Ja. Und das ist Ozon. Und genau. diese Wasserstoff, die werden dann ionisiert in H+ einfach. Und das sind Säuren. Deshalb, wenn Regen kommt in diesen Umgebungen, das ist saurer Regen, spricht man einfach. Ja? Und wenn wir arbeiten und wir klären einfach, wir verändern das Milieu, Orgon ist wieder da durch diese Geräte, durch diese Sachen. Normalerweise ist wirklich alles simpel. Ja? Dann diese O3 zerbröseln, weil das ist nicht ihre Milieus, die sind frei. Diese, sagen wir, Ionen, die da Wasserstoff, die andere Bindung gegangen sind, werden dann angezogen und haben wir dann H2O. In diese, und deshalb erscheinen die dann aus dem heiteren Himmel da und da. Und aus heiterem Himmel. Ja, aus dem heiteren Himmel, wirklich, genau. Ja. Da, wo wir stehen noch, du hast die Schauberger Spirale oder Spule angesprochen. Jetzt haben wir in der Mitte die Blume des Lebens. Was spielt die für eine Rolle bei dem Thema? Die Blume des Lebens, ich habe vorhin gesprochen, weil das ist ein Torus hier. Ja. Und die Blume des Lebens hier, wie du das siehst, ist jetzt nur 2D sozusagen. Aber in Wirklichkeit, das ist ein Torus sozusagen. Alles klar. Und hier, diese Mitte, ist diese Kern da einfach, wo dann... Also ein Querschnitt. Querschnitt einfach, ja. Genau. Ja. Und ich habe bemerkt, wenn ich die benutze, dass der Effekt ist viel, viel stärker. Ja. Ist, viel, und die bleibt nachher, wenn hier Wasser reinkommt, bleibt die auch? Bleibt die immer da. Ja. Wir haben auch vor später, damit die Technik so nicht zu klar oder so, dass wir das dann mit Beton, wie ich das auch in Algerien, da kommt ein Schicht Beton da drauf, dann ist nichts mehr zu sehen. Aber es funktioniert dann unabhängig? Es funktioniert so 100%, ja. Die Technik ist ja drin. Ja. Und später, wenn jemand hier kommt, der sieht nur die herausragende Batterie oder das Wilhelm Reich-Gerät, aber die anderen Sachen verschwinden alle einfach. Ja. Jetzt sind die Spule selber, ist noch mit Kabel verbunden. Sagst du da vielleicht noch was dazu? Ja, das sind diese Resonatoren einfach hier. Die sind dann auf, am Ende des Kabels. Ja. Und die Reihenfolge spielt auch eine Rolle, wie vom Norden, Westen, Süden. Und an jede Ecke kommt eins sozusagen. Ja. Und das ist dann um diese Pyramide, virtuelle Pyramide sozusagen, weil die oben reicht nicht allein. Die hier, wenn ich die im Boden verankere, dann habe ich nach unten. Das auch heißt, hier erzeuge ich ein 3D sozusagen, der Torus einfach durch diese, ja. Dass es dann pulsiert. Alles klar. Ja. Dann lassen wir dich jetzt mal einfach weiterarbeiten. Danke. Und werden dich nicht weiter stören und nachher nochmal beobachten, wenn du dann mit dem Cloudbuster selber arbeitest. Und wenn wir das fertig haben. Wenn das fertig ist und dann beobachten, was sich so am Himmel tut. Auch passiert. Im Moment sind diese Cirruswolken, kann man richtig sehen, wie sie sich dann so fein einfach und dann... wie Strömungen einfach, ja. Das beobachte ich auch in Algerien am Anfang. Und das heißt, wenn du jetzt hier mit dem Arbeiten anfängst, auch mit dem Vorbereiten, ist schon die erste Resonanz, die entsteht. Ja, weil ich bin mittlerweile auch aus Wasser und sowas. Ab und zu mal, ich brauche nur irgendwo anzukommen. Und das ist auch wichtig zu wissen. Gestern haben wir auch eine Übung hier geführt, die zum Beispiel den Menschen aus dem Kopf heraus tut, dass er dann in No Mind ist, nicht denkt einfach, dass er wirkt, als würde er gesteuert sozusagen. Ne?
Weil das hier, das Wissen ist in uns, aber wenn wir mit dem Verstand da kommen, machen wir immer das Falsche. Das ist wie beim Tausendfüßler, wenn er anfängt zu laufen, geht alles. Aber würde er jetzt sagen, ja, welcher Fuß jetzt und sowas, wird er nur stolpern. Ja, und diesen jetzigen Stoßstand haben wir mit unseren Politikern einfach. Ja. Okay, ja. Alles klar? Okay. Danke. Danke, danke auch. Macit, jetzt habt ihr in der Mitte, mitten auf die Blume des Lebens, auch die Pyramidenkonstruktion schon weiter bearbeitet. Was sehen wir im Hintergrund? Jetzt seht ihr die zweite Spule. Das ist die Primäre, ist jetzt auf dem Boden und das ist meine zweite Spule, sozusagen die Königskammer auch in der Pyramide sozusagen. Und von da oben, genau gerichtet nach Cheops, Nord-Süd, so haben wir dann die virtuelle Pyramide, die durch diese Drähte dann dargestellt wird einfach. Ja. Und wenn wir jetzt im Zentrum da die Blume des Lebens haben, haben wir dann eine andere virtuelle Pyramide nach unten. Und dann funktioniert das da so torusmäßig. Ich habe sogar ein Bild, kann ich dir später auch zukommen lassen, was die Emiratis damals mit einer Speziellkamera aufgenommen haben. Dass man die Energie richtig sehen konnte. Man sieht wirklich die Inferenzen und sowas. Das ist wirklich toll. Und das kann ich dir auch zukommen lassen. Und dann haben wir. Noch eine Frage. Die Anzahl der Rohre, hat die was zu sagen? Ist das eine spezielle Größenordnung, eine spezielle Zahl? Ja, ich habe mich auf 10 festgelegt, wegen dieser resonatorische Effekt später mit den Anlagen, weil, wie du weißt, ja, meine Vision ist ja später diese Welle, die durch die Sahara geht und 500 Kilometer Abstand wieder so eine Anlage sozusagen, und brauche ich dann Operatoren, die das bedienen, und wenn ich dann genau jede Anlage so wie die hier ist, mit 10 Rohren und sowas, da habe ich ein System entwickelt, dann treten sie in Resonanz miteinander. Sozusagen. Also es ist wichtig, dass die Anzahl identisch ist auf den verschiedenen Punkten des Netzes, was du auf der Welt etablieren möchtest. Das muss dann, sonst würde das nicht funktionieren einfach. Ja. Das ist wie wenn du jetzt ein Radio hast und das ist eine bestimmte Frequenz und dann hast du Empfang und es muss dann gewisse Spulen, gewisse Sachen dann achten bei diesen Sachen. Ja. Okay. Ja. Jetzt wolltest du gerade erklären, wir haben ja hier den unteren das untere Ende der Pyramiden, da hast du dann diese. Ja, du hast die Ehre, das Teil da rein zu tun, was einbetoniert wird. Ja. Und das ist ja das Herzstück der Anlage. Ohne dieses Teil wird nichts funktionieren. Ja. Kann jeder nachbauen, die Technik und so. Aber das ist dann nur von mir dann zu beziehen sozusagen. Da steckt wirklich eine tiefe Know-how drin. Ja. Genau. Und das Emblem, der kleine Aufkleber, ist dann auch die Referenz an Tesla, Schauberger und Reich. Das hat mir jemand geschenkt einmal, der von mir wusste. Ja. Und ich wollte das dann aufkleben einfach da drauf, weil ich fand das sehr, sehr schön. Ja. Und Sie sind ja auch die Väter. Ja, ja. Und hinten ist auch die Blume des Lebens. Richtig. Da sieht man die Blume des Lebens, genau. Und das stand von Desert Greening hier, steht auch. Die Adresse. Und das ist ja dieser verwirbelte Draht jetzt, der diese subtile Energien dann sozusagen in Resonanz bringt. Du hast mal gesagt, das ist gar nicht mehr so einfach, den überhaupt noch zu kriegen, ne? Kriegst du nicht. Ich habe damals auf Vorrat gekauft. Ich habe ein bisschen, aber man könnte das irgendwie dann nochmal in Auftrag geben oder sowas bestimmt, denke ich. Achso, die Dinge, die sinnvoll sind, die werden. Aber das kennen wir ja. Okay. Das kommt jetzt hier rein. Alles klar. Dann alles klar. Und das wird dann zugemacht und ist dann mit dem Rest der Pyramide verbunden. Ja. Und dann haben wir diesen Effekt einfach, dass das hier wie eine Lunge, das säubert. Es zieht dann die Do-Energie rein. Und dann das Wasser ist ja, wie ich vorhin gesagt habe, hochlevitiert sozusagen durch diese Bioinduktion einfach. Und es ist wie ein, wie sagt man, Jungbrunnen oder sowas, wo man sich verjüngt. Weil wenn man drin badet, weil bei Wilhelm Reich hat man Angst,
durch das Wasser wird Energie entzogen. Aber hier, das ist das Gegenteil. Das ist, das Gegenteil, ist genau. Wirklich das Gegenteil. Ich habe auch so von den Emiratis-Filmen, wo ich selber drin bade, wo diese Speziellkamera, kennst du auch den Film auch gerne haben, ja, wo man sieht einen Photonenstrahl neben dieser Anlage, der hoch und runter geht. Und bei digitalen Kameras ist ja nicht wie bei Filmen, wo du sagst, das ist schlecht entwickelt oder sowas. Ja, 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 ja. Das ist richtig echt, ja. Sieht man da die. Nee, wir blenden Energie. Das ein, das ist spannend. Ja, ja. Genau, ja, genau. Ja. Und die nächste Stufe ist jetzt, dass hier unten Wasser reinkommt. Mit Wasser, dass ja. jetzt Wasser reinkommt, könnt ihr danach auch filmen. Ja. Und dann zusätzlich als Bonbon, wir haben jetzt fertig das Wilhelm Reich Cloudbuster, also was wir Akupunktur des Himmels, Himmelsakupunkturgerät nennen, dann können wir das auch hier daneben stellen einfach. Alles klar. Aber dieses andere Gerät ist wirklich nur in Notfällen zu benutzen. Wo wirklich man braucht, also wenn du jetzt irgendwo ankommst und du hast jemanden, er liegt auf dem Boden durch Unfall, da kommen die Ärzte mit diesen zwei Dingen, die man hier tut. Ja, Wiederbelebungsteile. Ja, Wiederbelebungs einfach, das macht man dann kurz, ein paar Stunden und dann funktioniert das wieder einfach. Alles klar. Ja. Und das bleibt aber dann genauso stehen, so, fest, ja, wie es jetzt hier steht. Und dieses Gerät hat auch zwei Stufen. Man kann es so mit Wasser so lassen. Es funktioniert auf, sagen wir, halbe Kraft. Und wenn man das noch stärken will, dann bringt man auch diese Wasserfluss hin, da macht die Pumpe einfach an, dass es dann diese Schauberger Verwirbelung dann da reinkommt und dann kommt der Effekt dann einfach sehr stark. Ja. Dann ist also der nächste Schritt das Wasser, das schauen wir uns dann gleich an. Okay. Vielen Dank. Danke auch. Jetzt läuft das Wasser. Endlich, jetzt haben wir es geschafft. Das Wasser hört ihr das Geräusch, es läuft in dem Becken. Und das Wasser dann biodynamisiert sozusagen die Spule und er bringt sie dann so in Gang, sodass so funktioniert. Dazu habe ich hier eine kleine Skizze hier, die Blume des Lebens, die da unten ist. Und man sieht, wie zum Beispiel im subatomaren Bereich fraktalmäßig arbeitet und sich erneuert sozusagen. Diese rote Linien sozusagen, die werden dann so wie eine Pumpe hin und her. Ich weiß nicht, ob du das jetzt im Bild kriegen kann. Ja. Und das stellt das da einfach so, das ist eine grafisch vereinfacht, damit man da versteht, welche Energien da hier zum Stand kommen. Ja. Und die Blume des Lebens ist ja auch für dich, ich sag mal, quasi der Durchschnitt oder ein Querschnitt. Und auf die Art und Weise hast du dann der Kern da, der wo Kern, dir wo nochmal nach unten dann auch geht, ne, auf die Art und Weise. Das ist symmetrisch jetzt der Punkt, wo es nach unten und nach oben. Haben wir denn schon Wirkungen am Himmel? Ja, sieht man jetzt sehr gut hier. Über diese Anlage ist alles verdichtet und es wird immer dichter. Die Sonne ist sogar opak. Da kann man noch ein bisschen blauer Himmel sehen. Und man sieht diese Cirrus, Stränge von Wolken. Ja. Das ist ja Orgon. Das heißt, das Orgonpotenzial wird erhöht jetzt in diesem. Und die Gebilde sind Wolken einfach, als hätten sie eine Membrane später. Also man merkt das jetzt schon hier, wie es richtig voll wird. Es war ja eben gerade noch strahlend blau. Ja. Also wir haben jetzt auch schon Veränderung. Genau. Und das ist typisch. Dasselbe Effekt in der Mongolei, in Algerien. Ja. Vorhin waren ein paar Strömungen. Ja. Die sind jetzt nicht mehr zu sehen. Die kommen ganz am Anfang. Ja. Aber ich bin überrascht jetzt, wie das dann weitergeht. Wie viel Wasser muss nachher insgesamt in diesem Becken sein? Machen wir so ab 3/4 sozusagen. Das ist gut, dass es nicht überschwemmt. Und dann das Wasser durchläuft einen Zyklus, damit diese Kreisebewegung aller Schauberger, diese Trichter da, weil Schauberger arbeitet ja immer. Da kommt auch eine Pumpe rein. Voilà, da kommt eine Pumpe, das kommt rein und das wird dann rausgepumpt und das wird dann wieder reingeführt. Ja. Du sagst also, da genau der Wirbel entsteht, der wichtig ist. Ja. Genau. Und der Andreas hat uns viel zu berichten später, was dann bleiben wir in Kontakt. Und ich hoffe, dass er dann zu den Operatoren zählt, wo ich meine Leute sozusagen später haben will, um 500 Kilometer auseinander solche Anlagen, dass die untereinander dann synchronisiert werden und dieses Netz dann entsteht. Hinter uns wird schon, kriegen wir so mit, an dem
Cloudbuster selbst gearbeitet. Ja. Da gibst du dem Andreas gleich nochmal eine Einweisung, damit er weiß, wie er damit auch umzugehen hat. Genau, ja, ja. Dann wollen wir jetzt Sala Wilhelm Reich, so ein Cloudbuster, sieht man im Hintergrund. Ja. Dann werden wir die Schläuche dazu und dann die kommen in den Becken, dann wird es auch in die Westrichtung einfach, Ost-West. Ja. Die habe ich schon hier vorgezeichnet und dann sehen wir dann, wie es sich dann hier noch schneller verändert. Ja. Alles klar. Okay. Gut, danke. Ich danke auch. Jetzt haben wir gerade beobachten können, wie die Verbindung zwischen dem Cloudbuster und dem Wasser hergestellt wurde. Jetzt haben wir also 10 Rohre und die sind jetzt im Wasser drin, ja. In dem wir den Schläuchen? Ja, das sind Flexschläuche, das sind auch so Stahl, die müssen auch magnetisch nach Magnet reagieren, wie diese Röhre. Und wichtig zu sagen ist, dass diese Röhre auch dieselben Durchmesser haben wie die, damit die in Korrelation treten. Ah, also, alles klar. Ja. Und Wilhelm Reich hat damals die Ummantelung hier mit Stahl gemacht, hier statt Holz. Und das war gefährlich, sich neben dieser Anlage aufzuhalten. Durfte sie auch gar nicht berühren. Ja, durfte sie nicht berühren, nur mit Seile und sowas. Und da sind auch viele Ängste dann entstanden. Leute sind halb gelähmt. Und ich habe das geändert, indem ich mir ein anderes System ausgedacht mit dem Becken, in dem das Holz ist. Und jedes Rohr zieht für sich und keine Berührung bis zu dem Becken. Und in dem Becken wird das alles stabilisiert, im Zentrum sozusagen des Toruses, wo dann alles positiv ist und verarbeitet. Ja. Deshalb stehe ich hier, ich fasse das jetzt an und es tut mir nichts, oder ich kann auch reingehen und baden, das ist nicht gefährlich, es geht um subtile Energien einfach. Im die Rohre dürfen, also diese Flexschläuche dürfen sich aber im Wasser auch nicht berühren. Nee, die müssen auch parallel, einfach so, weil es gibt dann so Schwingungen, die abgegeben werden, ja. Und wenn sie sich berühren, dann komme ich in Interferenzen und das ist nicht gut. Es müsste dann richtig so, ich habe ja vorhin auf der Zeichnung gezeigt, wie fraktal das alles so funktioniert. Jetzt könnte man sich ja überlegen, wenn du jetzt mit so etwas arbeitest und diese Rohre ins Wasser, die Gefahr eines Kurzschlusses oder so etwas, wie läuft da der Strom? Kein Problem, weil diese Anlage jetzt, diese Rohre können drin bleiben, dann baue ich später eine Wassermechanik, Herr Schauberger, wenn das Wasser dann fließt und rauskommt und wieder eingeführt wird, dann ist sie aktiviert sozusagen. Ja, ist die dann, der Kreis ist geschlossen und diese Art von Aktivierung ist wirklich nur in Notfällen, wie ich vorhin gesagt habe. Wenn wirklich der Himmel richtig Trockenheit und gar nichts ist, dann macht man das eine Stunde. Sonst, man lässt die Röhre, die Schläuche im Wasser und man aktiviert das Wasser nicht sozusagen. Okay. Man lässt es ruhen einfach. Ja, ja. Und dann funktioniert das hier auf Halbkraft. Das heißt, es atmet. Das ist, deshalb nenne ich das Stabilisatorin, Wolkenstabilisatorin hier. Ja. Das ist jetzt hier Wilhelm Reich. Das ist unten Tesla mit dieser hier. Ja. Dann ist Schauberger, das Wasser hier, damit man das sieht. Und das ist die Pyramide einfach, wie die Cheops-Pyramide, die dann aus diesen zwei Ebenen mit der Blume des Lebens das in 3D einführt und so. Ja. Jetzt ist die Ausrichtung, wie der Cloudbuster steht, noch nicht in Ordnung. Die ist noch nicht in Ordnung. Hier in diese breiten Graten ist an sich Ost-West, aber das glaube ich nicht. Mein Gefühl sagt mir, ist wie oben, weil die Energie fließt immer in diese Richtung, aber wir haben ja, wir sind ja hier und ich habe noch Zeit und ich kriege dann die Richtung, die ganz genaue Richtung und dann will ich die jetzt von Westen nach Osten, das ist jetzt die Richtung einfach ungefähr, wie die Verlängerung von dieser Pyramidenkante ungefähr. Jetzt ist es richtig ausgerichtet. Und hier ist ein Baum, was ein bisschen stört, aber das ist nicht so schlimm. Und dann die Neigung ist ungefähr bei 46 bis 50 Grad sozusagen. Ja, Bei 62 Grad, bei schlimmen Dürren, 62 Grad, machen wir das, um den Jetstream so abzulenken. Das habe ich einmal in Portugal auch gemacht, auch mit Erfolg wirklich. Ist auch ein Artikel erschienen, wo jemand das wirklich dokumentiert hat, aber er weiß nicht, dass wir das genau über unsere Anlage in Algerien. So, Andreas, komm doch was näher. Komm mal her.
Du bist ja jetzt irgendwann, wenn der Matsche wieder weg ist, alleine hier. Und da brauchst du wahrscheinlich noch so ein bisschen Input, wie du hiermit umgehst. Mhm. Ja, deshalb bleibt er ja noch fast 2 Wochen hier. Ja. Und wir werden dann nochmal alles im Detail durchgehen. Und bin auch sehr dankbar, dass wir die Zeit haben. Denn es ist ja doch eine ganz ungewöhnliche Sache. Ich habe zwar ein bisschen Erfahrung mit der Technologie kennenlernen dürfen über den Bernd Senf die letzten 2 Jahre. Ja. Aber was er da macht, das ist einfach ein paar Nummern stärker. Ja, ja. Der Schüler und der Lehrer bilden gemeinsam die Lehre, sagte man. Ja. Ich lerne auch von dir, wie Bäume. Es fasziniert mich, was du machst. Ich komme vom Staunen nicht. Und deshalb finde ich, was du machst und was ich mache, du brauchst Wasser für deine Bäume und ich brauche deine Bäume für die Wüste. Also wir ergänzen das ja, ganz Symbiose. Ja, ja. Und ich denke, das ist nicht das letzte Mal, dass wir sowas machen. Und vielleicht übernimmst du das in Südamerika da unten. Dann liefere ich die Zutaten, komme gerne. Und dann mache ich. Und es gibt bestimmt viele Leute, die in Resonanz mit uns in diesem Netzwerk auch verbunden werden, die auch so ein Anlage haben wollen. Jetzt ist die Zeit reif dafür. Jetzt gehen wir nach vorne und wir haben ja keinen Rückwärtsgang, wie man sagt. Ja, ein wunderschönes Schlusswort. Ja, schöner kann man es gar nicht sagen. Ja. Dann werden wir jetzt noch ein bisschen beobachten und noch ein paar Bilder und ein paar Sequenzen einschneiden, was sich denn wirklich oben tut, wie sich denn mit der Wolkenbildung ist und wie sich letztendlich, denn das ist das, was wir hier wollen und was wir hier auch brauchen, dass mit dem Regen sich entwickelt. Denn das brauchst du. Du hast die Bäume und jetzt brauchst du das Wasser. Und insofern habt ihr eine herrliche Symbiose. Und du hast ja gesehen, dass der Majid von Algerien aus, die hat schon helfen können, ohne hier zu sein. Es war der absolute Hammer. Das ist keine Einbahnstraße. Wir hatten 2 Tage später in Asunción 240 mm Regen. Ja. Und hier sind immerhin auch noch 100 gewesen. Also es war in der Hälfte des Landes hat es geregnet. Ja. Und das ist natürlich keine Einbahnstraße, denn wenn du hier diese Technologie hast, kannst du natürlich auch wiederum in anderen Ecken Wir kamen gerade eine Anfrage letzte Woche in Sao Paulo, ist seit Monaten Dürre, die haben bald kein Wasser mehr. Und wenn ich kann, helfe ich natürlich auch in Brasilien. Ja, und das Gebiet hier, das Chaco, ist ja traditionell eine Region, wo man Wasser gebrauchen kann. Ne? Unbedingt. Ja, ja. Wasser ist nie genug. Richtig. Es ist aber genug da. Ja, ja, ist genug da. Das ist die gute Botschaft. Ja, ja. Man muss nur wissen, wie man damit umgeht. Genau. Und wenn man dann außerdem den Himmel auch noch reinigen kann von irgendwelchen komischen Versuchen, die man mit uns dauernd macht, dann ist es noch ein doppelter positiver Effekt. Ja, ja. Auf jeden Fall. Ja. Viel Erfolg. Toi, toi, toi. Ja, und danke. Dann werden wir sehen, wie sich das entwickelt. Inshallah. Inshallah. Ja, liebe Zuschauer, für das Interesse und die Aufmerksamkeit ein herzliches Dankeschön. www.desertcleaning.com ist die Internetseite von Majid Abdelaziz und theparenttreefarm.com bzw. de ist die Internetseite von Andreas Pfeiffer. In dem einen Bereich Informationen über das Thema Regen machen und über die Technologien, die alten Technologien von Schauberger, von Tesla und Wilhelm Reich, die nach vielen, vielen Jahrzehnten Gott sei Dank hier endlich zu Ehren kommen. Und bei der anderen einfach Informationen darüber, was zum Thema Agrikultur und Baumpflanzung und wunderschöne Moringa-Produkte zu bekommen ist. Ja, ein herzliches Dankeschön, diesmal aus Paraguay und tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Es ist gerade 10.48 Uhr in Paraguay am 4. April. Wir sind im Bereich Ascension, wo die Majid-Anlage gebaut worden ist. Wir haben sie gerade in Betrieb genommen. Das Wasser fließt im Becken. Jetzt machen wir einen Schwenk nach oben, um das Geschehen im Himmel und was da passiert festzuhalten. Wir haben jetzt eine sehr gute Formation von Cirruswolken, die immer sichtbarer mit einem blauen Hintergrund werden. Das ist typisch für diese Operationen, wie ich es auch in Algerien unter diesen Bedingungen bei der Inbetriebannahme der Majid-Anlage in Jannan
erlebt habe, das im Jahre 2005, mitten im Sommer. Jetzt beobachten wir, dass der Wind stärker wird und die Luftfeuchtigkeit wird zunehmen, was auch typisch für Wetterarbeiten ist. Eine Stunde später, wir haben nun eine stärkere Wolkenformationen am Himmel. Die Wolken werden immer dichter und da die Luftfeuchtigkeit zunimmt, warten wir, um weitere Zeichen dafür zu sehen. Hier machen wir einen Schwenk und sehen ein typischer Corona, die sich nun dank der Luftfeuchtigkeit um die Sonne herum bildet. Ich bin sehr zufrieden mit den Resultaten, die ich jetzt am Himmel beobachte. Es ist ein sehr gutes Zeichen, dass die Majid-Anlage zu 100% arbeitet. Jetzt, es ist 21 Uhr am Abend des 4. April. Eben sah man rechts im Bild das Wasser ins Becken laufen. Dann sieht man die Röhre der Majid-Anlage. Und wenn wir mit der Kamera weiter hochgehen, sieht man diese Röhre unter den zehntausenden Blitzen, die ein wunderschönes Feuerwerk abgeben. Um diese Zeit ist die Sonne schon untergegangen und wir sehen vor dem dunklen Hintergrund die Blitzentladungen und die Deblockierungen über die Anlage. Bei diesem Verfahren geht es nicht darum, die Natur in die Knie zu zwingen, sondern ihr mit diesem natürlichen Prozess zu helfen, sich zu regenerieren und stärker zu werden. Danach, wenn die erstarrte Energie durch die Majid-Anlage aufgelöst wurde, beobachten wir einen strahlenden blauen Himmel, voll mit Orgon, mit sehr schönen weißen Wolkenbildungen. Eine Stunde später fing es an zu regnen und die ganze Nacht blitzte es weiter und die erstarrte Energie wurde gelöst. Die Operation war somit sehr erfolgreich. Am nächsten Morgen prasselte der Regen richtig prächtig, wie wir hier es auf dem Becken an der Oberfläche sehen. Es ist sehr schön. Die Operation ist gelungen. Es regnet in Paraguay. Wir sind jetzt in Paraguay, einen Tag nach der Operation. Gestern haben wir gesehen, die ganze Nacht hat es geblitzt und heute, es ist Nachmittag und wir sehen hier sehr, sehr schöne Wolkenformationen am Himmel, direkt im Gelände vor der Anlage. Das ganz, ganz weiß, wie ihr jetzt hier seht beim Zoomen und mit einem blauen Hintergrund. Also sowas Schönes habe ich nur in der Mongolei, Algerien, in den Emiraten nach solchen Operationen. Paraguay wurde seit November 2013 von einer Dürre heimgesucht mit verheerenden Auswirkungen auf die Landwirtschaft dort. Man sieht, dass anhand der geringen Niederschlagsmengen, die man im linken Teil der Grafik stehen. Die Balken kann man richtig deutlich sehen. Anfang Februar wurde ich dann von Andreas Pfeiffer, dem Begründer der Parentry-Farm, in Nueva Colombia, ca. 30 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Asunción, kontaktiert. Er bat mich telefonisch um Hilfe, um die Situation vor Ort in Paraguay zu verbessern. Ich schlug ihm den Bau einer Majid-Anlage auf seiner Farm in Nueva Colombia vor. Ich selber befand mich aber Anfang Februar auf der Durchreise nach Algerien,
um mich dort weiter meinem Projekt Canan in der algerischen Wüste zu widmen. Da Andreas sich gerade Ende Januar auf einer Tagung in der Schweiz befand, gab ich ihm hier von mir 4 speziell entwickelte Bioresonatoren mit nach Paraguay, die dort dann im April in der Magids-Anlage eingesetzt werden. Dann erfolgte ein weiterer Anruf von Andreas, der schon wieder in Paraguay war. Dies war Mitte Februar. Ich befand mich bei meiner Anlage in Canan. Dann habe ich vorgeschlagen, eine Fernbehandlung zu machen. Er war sehr erstaunt. Ich erklärte ihm ein bisschen die Technik. Da er die Schlüsseltechnik, sprich Bioresonatoren, schon bei sich in Paraguay hatte, diese Technik funktioniert unabhängig von Ort und Entfernung. Wenn man die wichtigsten Bausteine an einem Ort hat, können diese mit meiner Anlage in Canan in Resonanz treten, wenn ich sie von dort aktiviere. Ich aktiviere sie nach meiner Weise. Ich führe die Aktivierung durch und 3 Tage später meldet sich Andreas sehr begeistert, dass es zu schweren Regenfällen gekommen war. Man erkennt an den größten Ausschlag, den man auf der Grafik circa in der Mitte sehen kann. Es fielen zu der Zeit 240 mm Regen im Vergleich zu den 30 mm in der Zeiten der Dürre. Wir führen noch eine zweite Fernbehandlung um den 15. März herum durch. Diese war auch sehr erfolgreich, was man auch an der Grafik sehr deutlich sehen und ablesen kann. Danach bin ich selber nach Paraguay geflogen, um dort die komplette Magid-Anlage zu bauen, die baugleich mit der Anlage in Canan ist. Die Auswirkungen sind festgehalten worden. Zum einen sieht man es in der Grafik, aber auch die Satellitenfotos zeigen direkt über die Anlage in Nueva Colombia die Wolkenbildungen. Außerhalb eines Radius von 50 km um die Anlage herum bildeten sich keine Wolken, aber direkt über die Anlage sind deutlich Wolkenbildungen zu sehen. Die Satellitenbilder zeigen das sehr deutlich. Im Laufe der Zeit wird sich die Wirkradius der Anlage erhöhen, ähnlich einem Stein, den man ins Wasser wirft, breiten sich nach dem Anstoß Wellen an der Oberfläche und diese Ringe sind kreisförmig und die werden immer größer bis zum Ufer, ziehen sie sich dann dort aus.